Das folgende Videomaterial beinhaltet Videos einer visuellen Kanaluntersuchung in Bezug auf die VDI 6022 Hygiene in raumlufttechnischen Anlagen. Die zwei untersuchten Wohnungslüftungsanlagen waren zum Zeitpunkt der Untersuchung 3 Jahre und 7 Jahre in Betrieb. Das Videomaterial ist Teil des Prüfberichtes des Europäischen Testzentrums für Wohnungslüftungsgeräte und umfasst auch eine mikrobiologische Untersuchung der FA Biotech GmbH. Über den Außenluftdurchlass strömt die Luft in das Luftleitungsnetz ein. Ein flexibles Anschlussrohr verbindet den Außenluftdurchlass mit einer EPE-Leitung. Es ist eine mäßige mit zunehmender Kanallänge abnehmende Verschmutzung der Lüftungsleitung erkennbar. Neben einem Außenluftdurchlass kann die Luft auch über einen Erdwärmetauscher angesaugt werden. Das Filter des Luftansaugturms reduziert die Partikelanzahl so weit, dass nur wenig Staub durch den Erdwärmetauscher transportiert wird. Nur wenige Ablagerungen sind erkennbar. Nach Passieren des Filters und Wärmetauschers im Lüftungsgerät wird die Außenluft zur Zuluft. Der Schalldämpfer ist mit einer leichten Staubschicht bedeckt, auf dessen metallischer Oberfläche sich der Bundkragen spiegelt. Im hier untersuchten Luftstrang weisen die flexiblen Rohre nur geringe Staubablagerungen auf. Im Zuluftstrang des Wohnzimmers sind keine flächigen Staubablagerungen sichtbar. Auch im Haus 2 finden sich nur sehr geringe Verschmutzungen in der Zuluftleitung. Das Filter am Luftdurchlass der Küchenabluft vermindert ein Eintragen von Staub und Fettpartikeln. Auf der glänzenden Oberfläche des Umlenkstückes wie auch in der Verrillung des flexiblen Rohres sind nur sehr vereinzelt Staubablagerungen erkennbar. Ein vergleichbares Ergebnis findet sich im Abluftkanal des Bades in Haus 2. Im Leitungsstrang der Badabluft des Hauses 1 ist eine erhöhte Verschmutzung durch unbeabsichtigt angesaugte Nebenluft sichtbar. Nach etwa 1 Meter Leitungslänge sind auch hier die Staubablagerungen gering. In der Fortluftleitung sind keine Verschmutzungen erkennbar.